So wie weiße Sommerwolken im Einklang mit Himmel und Erde frei im blauen Äther schweben und von Horizont zu Horizont ziehen, dem Hauch der Lüfte folgend, so überlässt sich der Pilger dem Strom des größeren Lebens, der aus der Tiefe seines Wesens aufwallt und über ferne Weiten zu einem seinem Blick noch verborgenen, aber stets gegenwärtigen Ziel führt. Lama Anagarika Govinda schreibt diese Worte am Anfang seines Buches »Der Weg der weißen Wolke«. Ein Weg, der ihn auf seiner jahrelangen Pilgerschaft im äußeren Raum zu jener inneren Wirklichkeit führt, in der die Keime aller äußeren Geschehnisse beschlossen liegen. Eine Reise in das Land ohne Horizont, das Land der tausend Buddhas, das Dach der Welt, ein lange verborgenes, verschlossenes Land, Heimat von Shangri-La, Tibet, das Land der weißen Wolken. Das alte Tibet umfasste eine gewaltige Landfläche, größer als ganz Europa. Die Urgewalt zweier sich ineinander schiebender Kontinentalplatten hob es in Millionen von Jahren auf über 4000 Meter an. Karge, lebensfeindliche Hügelmeere und Hochebenen, durchzogen von markanten Felsfalten. Natürliche Barrieren, die eine langsame Besiedelung aus den nördlich angrenzenden Weiten der mongolischen Steppe vor über 1000 Jahren zusätzlich erschwerten. Im Süden riegelten die himmelragenden Gebirgszüge des Himalaya und Transhimalaya das Land gegen den indischen Subkontinent ab, die höchsten Gipfel der Erde, einige über 8000 Meter hoch. Die Schmelzwasser des ewigen Eises schufen in den Tälern die Voraussetzungen für Ackerbau und Weidewirtschaft. Die klimatischen Bedingungen zählen zu den härtesten der Welt. Niedrige Temperaturen, schneidende Winde, starke Sonneneinstrahlung und wenig Niederschläge tragen dazu bei. Tibet war nie das Shangri-La aus James Hiltons Roman The Lost Horizon, von dem manche Romantiker schwärmen. Es war immer ein Bauern- und Nomadenland, dessen Menschen, Tiere und Pflanzen dem harten Diktat der Natur in großer Höhe unterworfen waren. Anpassung war die einzige Überlebenschance. Die überwältigende Natur im Schatten der Berggiganten bestimmte auch die Ängste und das Sehnen der Sippen und Stämme, die durch den animistischen Volksglauben des Böen verbunden waren. Sie opferten den Geistern, die in der Erde, im Wasser, im Feuer sowie auf den heiligen Gipfeln ihre Heimstatt hatten. In der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts endete das mystische Zeitalter. Die Lehre Buddhas, des Erleuchteten, kam aus Indien nach Tibet. Die Dämonen des Böen verschmolzen mit dem Buddhismus. Der große indische Tantriker Padmasambhava durchdrang König und Volk. Im ganzen Land entstanden buddhistische Klöster als Keimzellen eines neuen Zeitalters. Im Laufe der Jahrhunderte traten ihre geistigen Führer immer stärker an die Seite der weltlichen Herrscher. Bis Ende des 16. Jahrhunderts eine neue Ära, das Zeitalter der Dalai Lamas, begann. Sie waren Gottkönige, die irdische Manifestation des Bodhisattva der Barmherzigkeit Avalokiteshvara. Jeder Dalai Lama war der lebende Buddha. Unter ihrer Führung entstand ein feudaler Mönchsstaat, der streng hierarchisch geordnet war. Symbol der geistlichen und weltlichen Macht war seit dem 5. Dalai Lama der Potala-Palast in der Hauptstadt Lhasa. Das Land hinter den abweisenden Bergen blieb der restlichen Welt lange verborgen. Erst im 17. und 18. Jahrhundert drangen Jesuitenpadres in monatelangen Reisen bis zur geheimnisumwitterten Hauptstadt Lhasa vor. Ihre Missionierungsversuche scheiterten. Tibets Götter waren stärker. Nach einigen nachfolgenden Abenteurern war es Mitte des 20. Jahrhunderts der deutsche Bergsteiger Heinrich Harrer, der den Schleier des verbotenen Landes lüftete.
Seine Flucht aus einem englischen Internierungslager führte ihn auf eine entbehrungsreiche Odyssee durch das Himalaya-Massiv bis in die verbotene Stadt Lhasa. Haras Bericht über das Leben in Tibet wurde weltweit ein Bestseller und war Vorlage für den Hollywood-Film »Sieben Jahre in Tibet«. Am 7. Oktober 1950 überschritten chinesische Truppen die tibetische Grenze. Mao hatte im Nachbarland China die Macht übernommen und die Annektierung Tibets befohlen. Die kommunistische Weltrevolution sollte auch das tibetische Volk vom feudalen Joch befreien. Die Tibeter hatten der chinesischen Militärmaschinerie nichts anderes als todesmutige Guerillas entgegenzusetzen. Die Welt schaute tatenlos zu, als auch Lhasa von der Volksbefreiungsarmee besetzt wurde. Mao postulierte, die Religion ist Opium für das Volk und die Macht geht von den Gewehrläufen aus. In den folgenden Jahren der Besetzung kam es immer wieder zu Aufständen, die brutal niedergeschlagen wurden. Folter und wahllose Erschießungen terrorisierten die Bevölkerung. Hunderttausende Tibeter kamen durch Hunger um, als ihnen die Grundnahrungsmittel entzogen wurden. 1959 wurde der Sommerpalast Norbulinka des Dalai Lama gestürmt. Verkleidet als einfacher Bauer konnte das Oberhaupt der Tibeter durch ein Seitentor fliehen. Er fand Exil in Indien. Die Menschen meines Landes haben sehr viel gelitten. Mit der systematischen Zerstörung unserer heiligen Stätten soll unsere Seele ausgelöscht werden. Doch die Macht, die auf Gewehren basiert, ist nur von kurzer Dauer. Am Ende triumphiert die Liebe der Menschheit für Wahrheit, Gerechtigkeit und Freiheit. Heute erinnert nur noch die autonome Region Tibet an das Alte Reich. Ein Großteil wurde chinesischen Provinzen zugeschlagen. Die Tibeter sind keine homogene Rasse. Meist eingewandert aus dem mongolischen Norden, vermischten sich über die Jahrhunderte die einzelnen Nomaden- und Bauernstämme auch mit Nachbarvölkern. Neben der Religion war die Sprache das wichtigste Bindeglied. Landschaft und Klima formen die Menschen. Eine ihrer auffälligsten Eigenheiten beschrieb der Dalai Lama so: Ich weiß nicht, ob wir über die gleichen Dinge lachen wie die Menschen im Westen. Trotz des einfachen und harten Lebens finden wir immer etwas, worüber wir lachen können. Wir sind im Grunde, was man vielleicht unbeschwert und sorglos nennen kann. Meter über dem Meeresspiegel. Eine Taxifahrt in Lhasa, der Hauptstadt der autonomen Region Tibet. Am Steuer eine junge Chinesin. Die Stadt durchschneiden breite Hauptstraßen, für die alte Häuser weichen mussten. Rigoros haben die neuen Herren ihren chinesischen Way of Life vom Reißbrett in die Tat umgesetzt. Einheitsfassaden im sozialistischen Plattenbaustil vermischen sich mit greller Moderne und traditionell chinesischen Elementen. Für 50 Yuan kommt man mit dem Fahrradrikscha weit. Zwischendurch einige Kulissen wie in der Peking-Oper. Durch den Zuzug von Hunderttausenden Chinesen wuchert das heutige Lhasa entlang des Ufers des Kishu-Flusses bis an den Fuß des Hügels, der von der Potala gekrönt wird. Als Heinrich Harrer 1981 noch einmal hierher zurückkehrte, erkannte er schon damals sein Lhasa nicht mehr wieder. Die Kanadong Lam wird von der noch breiteren Dekieshar Lam gekreuzt, die direkt am Symbol der alten Macht vorbeiführt. Der Potala.
jahrhundertelang weltliches und geistliches Zentrum des Landes. Heute umbrandet vom real existierenden chinesischen Zwangssozialismus. Der einstige See zu Füßen des Palasttempels wurde zugeschüttet und dient jetzt als Park. Tibetisch gekleidete Spaziergänger mischen sich mit westlichem Outfit, den die jungen Chinesinnen mit der Montur der blauen Ameisen vertauscht haben. Ein mobiler Propagandaprunkwagen, der dem einfachen Volk die modernen Errungenschaften bildhaft näher bringt. In diesem Fall die Segnungen der Stromversorgung über hohe Berge hinweg. Ein blühendes Tibet aus Sperrholz und Pappmaché. Gebetsmühlenartig wird diese Botschaft auf dem Aufmarschplatz vor der Potala verkündet. Am anderen Ende ragt ein Betondenkmal auf, den Helden des sozialistischen Aufbaus in eine neue Zeit gewidmet. Buddhistische Gebetsmühlen drehen sich wieder unter den Augen der chinesischen Besatzer, die heute mit über 7 Millionen Einwanderern die Mehrheit der Bewohner der autonomen Region Tibet stellen. Offiziell gilt jetzt Religionsfreiheit, allerdings in engen Grenzen. China im Wandel trifft auf Tibet im Wandel. China auf dem Weg aus Maos mörderischem Sozialismus, der 70 Millionen Chinesen das Leben kostete, Tibet im Sog dieser Veränderungen, als kleine Platte im Schuppenpanzer des großen Drachens, der erneut seinen vorderen Platz im Ringen der Weltmächte sucht. Was auf diesem Propagandarummelplatz wie die heile Welt nach fast 60 Jahren Besetzung aussieht, täuscht. Mit Versprechungen und Geld ins unwirtliche Tibet gelockt, wurden diese Zuwendungen für chinesische Einwanderer von Peking schon lange gestoppt. Viele von ihnen leben in Armut, da Industrieansiedlungen fehlen. Was bleibt, sind Handel, Gastronomie, Korruption und Prostitution. Verwaltung und Militär sind die verlässlichsten Brötchengeber. Das gilt allerdings nicht für die tibetische Stadtbevölkerung. Ihre Probleme sind noch größer. Augenfällig ist billiger Chinesenkitsch, dem schon die Kleinsten gnadenlos ausgesetzt sind. Dieser Auftrieb findet gerade zu einem der immer wiederkehrenden Jubeljahre der gemeinsamen tibetisch-chinesischen Aufbauleistungen statt. Eine Politikkulisse, die das wirkliche Leben dahinter Lügen straft. Wenige Schritte daneben noch einmal ein Verschnitt aus dem Reich der Mitte. Der kleine See vor dem exotischen Pavillon wurde von tibetischen Zwangsarbeitern und politischen Häftlingen angelegt. In seinem Wasser spiegelt sich aber auch ein Monumentalbau, von dem der französische Missionar Abbé Hugues Mitte des 19. Jahrhunderts schrieb: Der Palast des Dalai Lama verdient seinen über alle Welt verbreiteten Ruhm. Er führt den Namen Buddha-La, der Berg des Buddha. Auf einem gewaltigen, von der Natur gebauten Sockel haben die Verehrer des Dalai Lama einen prachtvollen Palast errichtet. (1959) während des tibetischen Aufstandes wurde auch der Potala mit Artillerie beschossen, aber nur wenig beschädigt. In der Zeit der Kulturrevolution schützten ihn Truppen vor den Roten Garden. Im Sommer 1994 wurden von Peking finanzierte Restaurierungsarbeiten abgeschlossen. Heute strahlt der Winterpalast des Dalai Lama zumindest nach außen hin wieder. Der Gottkönig hat ihn seit seiner Flucht nicht mehr betreten. Pilger streben dem Eingang entgegen, der auch für ausländische Besucher gegen Eintrittsgeld geöffnet ist.
Ein Zufahrtsweg führt auf der Nordseite des Marpuri, des roten Hügels, hinauf. Schon die Zahlen des Potala beeindrucken. Er ist 400 Meter lang und bis zu 117 Meter hoch. 15.000 Säulen tragen die Decken. Dazu noch einige Eigenheiten, die den Bau nicht gerade erleichterten. Für die Holzkonstruktion durfte kein Nagel verwendet werden. Und da das Rad ein religiöses Symbol darstellte, durfte es für so profane Zwecke wie den Transport von Baumaterial nicht verwendet werden. Esel und Menschenrücken übernahmen diese tragende Rolle. Trotzdem entstand Gewaltiges. Die chinesische Reiseleiterin erklärt sicher ihren Landsleuten, zu welchen Leistungen oder Verirrungen Opium für das Volk führen kann. Der große Vorsitzende hätte sich so viel Einsatzfreude wohl auch für seine revolutionären Ideen gewünscht. Vorbei an den einfachen Mönchszellen im weißen Palastteil führt der Weg in den 13-stöckigen roten Palast. Der erste Eindruck: Der Potala ist düster. Damit befindet sich der Besucher im Einklang mit dem ehemaligen Hausherrn, der in seinen Memoiren schreibt, dass er im Jahr jeweils die Tage zählte, bis er in den lichten Sommerpalast übersiedeln konnte. Luft und Licht verschaffen nur Innenhöfe und Zwischengeschosse. Hier posiert auch bereitwillig ein Mönch, während Fotografieren und Filmen im Inneren teuer oder strikt verboten ist. Im Dämmerlicht empfiehlt es sich sowieso, immer Sicht- und Hörkontakt zum Führer zu halten, auch wenn die Erklärungen aus der Götter- und mystischen Legendenwelt mit der Zeit etwas verwirrend werden. Weit geht der Blick über die umliegenden Berge hinunter auf den bereits bekannten Paradeplatz. John Kappa, es ist also der Chef der Golubka-Sekte. Golubka sind die Gelbmützen. Ja, diese Handhaltung, das haben wir euch vorher gesagt, also das ist praktisch die Lehre. Er sitzt gerade da und lehrt praktisch. Ne? Der Potala ist ein Labyrinth von ineinander, horizontal und vertikal verschachtelten Hallen, Kapellen, Tempeln und Wohnräumen, Terrassen und Höfen, die durch Gänge und Treppen verbunden sind. 1000 Räume, 10.000 Kapellen und 20.000 Statuen soll der Komplex enthalten. Genaue Pläne gibt es nicht und hat es wohl auch nie gegeben. Gedränge vor dem Mausoleum eines der sieben hier beigesetzten Gottkönige. Zur Erleuchtung und oben drin dann die 15 Treppen, ja, ganz oben der Turm, ne, zum Himmel. The noblest Stuber, der hat 3 Levels. Wir haben normalerweise hier 3 Level. 1, 2, 3. Der 14. Dalai Lama bemerkte einmal dazu, dass er das Gefühl habe, in einem Friedhof zu wohnen. Er scheint wirklich kein Freund des altehrwürdigen Potala gewesen zu sein. Verkörpert der doch auch den rückständigen, feudalen Mönchsstaat, in dem erst der 13. Dalai Lama in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Reformen und Lockerungen der strengen Regeln, die auch für ihn galten, durchsetzte. Zeit für einen kurzen geschichtlichen Rückblick. 1645 hatte der 5. Dalai Lama den Bau des heutigen Potala als Manifestation der neuen Macht der Gelugpa, der Gelbmützenschule, begonnen. 8 Jahre später war der 11-stöckige Weiße Palast fertiggestellt und der Gottkönig übersiedelte vom Kloster Drepung dorthin. Heilige Schriften, Tankas, Statuen und allerlei Sakralgegenstände aus über 350 Jahren haben sich hier angesammelt. Eine Dreiergruppe der Bodhisattvas, Avalokiteshvara, Manjushri und Maitreya, der Buddha des kommenden Zeitalters. Was ist
Milde lächelt Tsongkhapa, der Gründer der Gelugpa-Schule, im milden Schein der Butterlampen. In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts hatte er die Reformation des tibetischen Buddhismus eingeleitet. Er verlangte für seine Klostergemeinschaft strenge Disziplin bei einer genau festgelegten Hierarchie. Dazu kam das Zölibat, Enthaltsamkeit bei Alkohol und Rauschgift, sowie Demut, Askese und Beschränkung des materiellen Besitzes. In raumhohen Regalen lagern heilige Schriften, wobei nur 20% der Mönche schriftkundig waren. Der Besuch des Potala erscheint wie eine Reise in eine längst vergangene Zeit, als an seinem Fuße noch das kleine Dorf Schö am Ufer des malerischen Otangsees lag. Und nicht die Plattenbauten der Moderne. Dem Fortschritt mussten auch viele Häuser rund um den Jokang weichen. In einer quirligen Fußgängerzone reihen sich die Verkaufsstände der Straßenhändler. Bananen und Trauben sind natürlich Importware und sündhaft teuer. Auch heimisches Gemüse ist nur für wenige erschwinglich. Das bunte Markttreiben beschränkt sich auf diesen Teil von Lhasa, in dem Pilger und ausländische Besucher zusammentreffen. Ihr gemeinsames Ziel ist das Haus des Herrn, das religiöse Zentrum und gleichzeitig der höchst verehrte Tempel im gesamten tibetischen Kulturbereich, der Jokang. Flankiert von den vergoldeten Siegesbannern über die alten Dämonen, überragt das Rad der Lehre mit den beiden Gazellen die Eingangsfront, die unter dem 5. Dalai Lama ihr heutiges Aussehen bekommen hat. Mit wiederholten Niederwerfungen nähern sich die Gläubigen und verbessern damit ihr Karma. Sie hoffen auf einen besseren Start in einem nächsten Leben. Unablässig drehen sich die großen Gebetszylinder. Der Dukang, der große Innenhof. Hier versammelten sich Tausende von Mönchen zu religiösen Zeremonien. Auch fanden hier einmal im Jahr die Mönchsprüfungen statt. Aus ganz Tibet wurden nur 22 Prüflinge zugelassen. Die 5 Besten stiegen in die höchsten Ränge der Gemeinschaft auf. Die Halle im Erdgeschoss ist mit prächtigen Gebetstüchern und Tankas geschmückt. Im diffusen Licht der ewig brennenden Butterlampen reihen sich rund 30 Kapellen für friedliche Nagas, furchteinflößende Raksas, Könige, Bodhisattvas und Buddha-Manifestationen. In der zentralen Kapelle thront der Jovo Shakyamuni, geschützt hinter Gittern. Er war Teil der Mitgift der chinesischen Königsgattin Weng Cheng. Der Statue werden Wunderkräfte nachgesagt. Kein Wunder, dass sich die Pilger davor drängen. Während des Aufstandes 1959 verschanzten sich Kämpfer im Tempel, in der Hoffnung, die Heiligkeit des Ortes würde sie schützen. Doch die Chinesen schossen den Jongkang sturmreif und drückten die Tore mit Panzern ein. Die Besatzer nutzten anschließend das Gebäude als Gästehaus, Kino und Schweinestall. Erst ab 1990 wurde der Tempelkomplex restauriert und steht heute für zahlende Besucher offen. Vor der Dachterrasse ragen die Golddächer mit Drachen und Glöckchen auf, die über den heiligsten Räumen errichtet wurden.
Von hier ist auch der Blick frei auf den Portala. Durften doch schon in früheren Zeiten keine Gebäude errichtet werden, die höher als das Haus des Herrn waren. Rund um den Jokang führt der verbliebene innere Pilgerweg, der Barkor. Hier drängen sich die Gläubigen aus allen Landesteilen. Hier drehen sich unermüdlich die Gebetsmühlen. In einem stickig heißen Raum werden Tausende von Butterlampen am Brennen gehalten. Der Barkor ist noch immer das belebte Zentrum der Stadt. Hier hat sich das alte Lhasa am besten erhalten. Die Tibeter beherrschen das Straßenbild. Der Reisende Ernst Schäfer schrieb, es entspricht durchaus dem praktischen Sinn der Lhasa-Tibeter, die vom kleinsten Häusler bis zum höchsten Würdenträger im Handel das Hauptziel ihres irdischen Lebens erblicken. Und Pilger waren und sind nun einmal gute Kunden. Einige messen den Barkor mit ihrer Körperlänge aus. Die Einheimischen feilschen um Wolle, Teppiche, Pelze, Hüte und Geschirr, die praktischen Dinge des einfachen Lebens. Ernst Schäfer berichtet weiter, da die Männer viel unterwegs sind, liegt fast der gesamte Kleinhandel in den Händen der Frauen, die es meisterhaft verstehen, ihre Gebetsperlen auch als Rechenmaschine zu benutzen. Zwischen all der geschäftigen Betriebsamkeit immer wieder Pilger, die im geduldigen Gehen und Drehen ihrer Gebetsmühle heilige Silben murmeln. Dazu der würzige Duft der rauchenden Wacholderöfen, der die Götter gnädig stimmen und die Dämonen abhalten soll. Devotionalien sind meist billige Massenware und Antiquitäten gefälscht. Glocken läuten und Besucher drängen sich am Eingangstor des Edelsteingartens. Auf einem Schaubild entfaltet sich die weitläufige Park- und Palastanlage des Norbulinka, des Sommersitzes des Dalai Lama. Hinter einer Mauer wurden die meisten Gebäude während der Regierung des 13. und 14. Dalai Lama erbaut. Das provisorische Kino, in dem Heinrich Harrer für den jungen 14. Dalai Lama den ersten Dokumentarfilm über die japanische Kapitulation in Tokio einlegte. Dahinter die Gartenanlagen, deren Blütenpracht über die dramatischen Ereignisse im März des Jahres 1959 hinwegtäuschen. Chinesische Artillerie hatte den Sommerpalast in Schutt und Asche gelegt. Zehntausende Tibeter kamen ums Leben. Der lebende Buddha konnte mit knapper Not entkommen. Der restaurierte Edelsteingarten heißt nun Volkspark und ist täglich geöffnet. Das gilt auch für den neuen Sommerpalast, den der Dalai Lama ab dem 18. Tag des dritten Mondmonats bewohnte. Sein jährlicher Umzug war ein prächtiges, vielbestauntes Schauspiel. Welch ein Unterschied zum bedrückend düsteren Potala. Schon das Treppenhaus ist lichtdurchflutet. Auch die privaten Gemächer strahlen eine freundliche Heiterkeit aus. Eine besondere Rarität,
das alte Radio, das Heinrich Harrer und der wissbegierige Dalai Lama zerlegten und wieder zusammenbauten. Aus allen Räumen ist der Blick frei auf üppige Gartenanlagen. Durch dieses Seitentor flüchtete der verkleidete Gottkönig vor der angreifenden chinesischen Volksbefreiungsarmee. Vor der Mauer des einst verbotenen Norbulinka haben die neuen Herren einen künstlichen See mit dem unvermeidlichen dekorativen Pavillon angelegt. Ein trügerisch verzerrtes Bild der vergangenen 5 Jahrzehnte der gewaltsamen Eroberung, die immer wieder von Aufständen und brutalem Staatsterror gekennzeichnet waren. Ein grauer Schleier des Entsetzens, der über dem Land liegt. Chinesische Besucher nehmen dies sicher ganz anders wahr, die Exotik einer Minderheit am Rande ihres Riesenreiches. Ortswechsel auf das Land nahe der Hauptstadt. Eines der chinesischen Retortendörfer für kooperationswillige Tibeter und angesiedelte Han-Chinesen. Von den Planern übernommen wurde das traditionelle Mauergeviert, das Wohnräume samt Stallungen umfasst. Verwaltungsgebäude und Schulen heben sich ab. Es besteht Schulpflicht. Realität ist sie nur in dichter besiedelten Regionen. Über den Dächern erstreckt sich das Drepung-Kloster. Drepung, der Reishaufen, war das größte und reichste Kloster in Tibet. An die 8000 Mönche lebten hier vor der chinesischen Okkupation. Heute sind es wieder einige hundert. Früh übt sich, wer einmal ein rechter Mönch werden will. Wassergetriebene Gebetsmühlen säumen den Weg. Die weitläufige Anlage wurde in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts unter dem 5. Dalai Lama vergrößert, bevor er dann in den Potala umzog. Traditionell im Uhrzeigersinn führt der Pilgerweg hinauf zum Ganden-Palast. Das stattliche Gebäude wurde schon in der Zeit des 2. Dalai Lama im 16. Jahrhundert errichtet und diente 4 Gottkönigen als Wohnsitz. Drepung hat während der Kulturrevolution, deren zerstörerischer Gewalt tausende Klöster zum Opfer fielen, nur wenige Beschädigungen erlitten. Das auch hier geltende Fotografier- und Filmverbot lässt sich bei den allgegenwärtigen Mönchen gegen einige Yuan umgehen. Ein offensichtlich willkommener Nebenverdienst zu den Spenden der Pilger. Ein bescheidener Rest vom früheren Reichtum, der sich aus den Steuereinnahmen riesiger Ländereien speiste. Die weiße Tara, eine weibliche Gottheit, verkörpert die absolute Reinheit und Güte. Im Meditationssitz dargestellt, zeigt ihre Rechte die Geste der Freigebigkeit. Die Klosterstadt war in ihrer Glanzzeit in 4 Fakultäten eingeteilt, jede mit eigener Versammlungshalle, Küche und Wohngebäuden. Heute ist auch der Schulbetrieb eingestellt und so bleibt den Mönchen viel Zeit zum Ordnen der Glückstücher, die sich Buddhisten zur Begrüßung überreichen. Unter der grimmigen Fratze des Schutzgeistes Mahakala und den etwas starren Augen des Tsongkhapa verrichtet ein Mönch sein Gebetsritual. Musik
dran singen. Beim Rundgang durch das Kloster bleibt Zeit, sich die Eigenheiten des tibetischen Buddhismus in Erinnerung zu bringen. Wie alle Richtungen der Lehre geht er auf Buddha Shakyamuni zurück, der vor 2500 Jahren in Indien lebte. Im 8. Jahrhundert unserer Zeitrechnung etablierte der große indische Lehrmeister Padmasambhava die tantrische Richtung in Tibet. Wie in allen Kulturen, in die der Buddhismus getragen wurde, bekämpfte er sie nicht, sondern verband sich mit ihnen. So entstand eine neue Form, die aber den Inhalt, den Kern der Lehre, nicht veränderte. Ebenso wie Buddha Shakyamuni den Hindu-Göttern ihren Platz eingeräumt hatte, übernahm Padmasambhava die Geister und Dämonen der alten tibetischen Bön-Religion als bildhafte Gestaltungen psychischer Energien. Die Besonderheit des Vajrayana-Buddhismus liegt darüber hinaus in der Reichhaltigkeit psychologischer und meditativer Mittel auf dem Weg zur Erleuchtung. Der ehemalige Empfangsraum des letzten Abtes von Drepung. Von einer Dachterrasse bietet sich ein Panorama der auch heute noch beeindruckenden Klosterstadt. Das Eingangsportal einer der großen Versammlungshallen. Kräftige Farben und Ornamentik zieren den Innenraum. Die Säulen sind mit wertvollen Stoffbahnen und Tankas behängt. Die gesamte Gemeinschaft versammelte sich in der Halle nur zu besonderen Festen und Zeremonien. Auch hier darf der böse Schutzgeist nicht fehlen. Rings um den Versammlungsort wird den Göttern und Schutzgottheiten geopfert. Die drei Manifestationen des Buddha schauen auf einen der ältesten und heiligsten Räume des Klosters herab. Er stammt noch aus der Gründerzeit. Mahakala achtet darauf, dass der Mönch richtig zählt und am Abend die Kasse stimmt. Tsongkhapa selbst soll die Hauptfigur im Raum Yamantaka, die Schutzgottheit der Gelubka, modelliert haben. Für den Außenstehenden ein manchmal bedrohlicher und verwirrender Götterpantheon, der sich nur dem Geduldigen erschließt. Ebenso schwer wie sein Götter- und Geisterhimmel erschließt sich dem Reisenden das Land Tibet außerhalb seiner Hauptstadt Lhasa. Für Überlandfahrten ist ein vierradgetriebener Geländewagen zu empfehlen. Fast schon eine kleine Expedition. Bei der Abfahrt vom Stadthotel wirkt das noch leicht übertrieben. Und auch die ersten 250 Kilometer nach Shigatse, der zweitgrößten Stadt des Landes, sind sogar bestens asphaltiert. Aber das ist erst der Anfang einer abenteuerlichen Reise. Träge fließt der Kishu-Fluss entlang der Straße.
Viel Geld hat China in den letzten Jahren in die Infrastruktur wie den Straßenbau investiert. Ganz selbstlos wird es wohl nicht gewesen sein, haben doch schon die Römer in den eroberten Provinzen zuerst befestigte Wege für ihre Legionen gebaut. Auch die Landwirtschaft hat sich nach gravierenden Fehlern der staatlichen Planer wieder erholt. Wollte man doch mit neuen Weizensorten und massiver Düngung die Erträge drastisch steigern. Vergessen wurden dabei die klimatischen Bedingungen in großer Höhe, wie auch das schnelle Auslaugen der Böden. Groß angelegte Aufforstungsprojekte lassen zumindest die Straßenränder und Flussufer ergrünen. Im Herbst mit dekorativer Laubfärbung. Neu ist die links abbiegende Abkürzung über eine Changpo-Brücke, die zeitsparend zum weit außerhalb von Lhasa gelegenen Flughafen führt. Schnurgeradeaus weist das Asphaltband in Richtung Shigatse. Die ebenfalls neue Trasse nutzt das Tal, das sich der braune Fluss gegraben hat. Sie ersetzt den alten Friendship Highway, der entlang des Skorpionsees über Jiangxi führt. Auf den großen Kiesablagerungen des meandernden Flusses haben Bauern ihre Felder und kleinen Dörfer angelegt. Das Tal weitet sich und schafft noch mehr Platz für menschliche Ansiedelung. Fruchtbares Ackerland vor kargen Bergketten, deren Gipfel an die 5000 Meter hoch sind. Farbenfrohe Geisterfallen säumen das Ufer des jetzt wieder träge und breit fließenden Changpo, auch Brahmaputra genannt. Seine Wasser werden nach einer langen Reise entlang des Himalaya-Hauptkammes in Bengalen in den Indischen Ozean münden. Noch ist die Straße in bestem Zustand und der Reisende kann entspannt die Impressionen am Wegesrand genießen. Eine tibetische Bauernfamilie bei der gemeinsamen Kornernte. Geackert wird noch mit dem einfachen Holzpflug hinter dem Ochsengespann. Die erste Begegnung mit einer Yak-Herde. Nur noch wenige Kilometer bis nach Shigatse. Mit einem strammen militärischen Gruß empfängt die zweitgrößte Stadt der autonomen Region Tibet ihre Besucher. Viel ist dazu nicht zu berichten. Verwaltungszentrum von Südtibet, rund 100.000 Bewohner und chinesische Einheitsbauten, die auch die bunten Fahnenbänder nicht anziehender machen. Es bedarf schon der Hilfe eines talentierten Wandmalers, um sich die frühere Idylle in der einstigen Provinz Zhang vorstellen zu können. Nur wenige Häuser lehnten sich an ein burgartiges Gebäude an. Der Segensberg, das Kloster Tashilunpo. Hunderte von Novizen und Mönchen bevölkern heute wieder den Stammsitz der Panchen Lamas. Die Zerstörungen durch die Kulturrevolutionäre waren in diesem Kloster weit geringer als bei anderen religiösen Bauten. Vielleicht, weil der Panchen Lama nicht flüchtete. Gegründet Mitte des 15. Jahrhunderts war die Gelbmützen-Klostergemeinde lange eine Insel innerhalb der von nicht reformierten Rotmützen dominierten Zhang-Provinz. Erst als der große Fünfte in Lhasa die weltliche Macht übernommen hatte, konnte der Einfluss der konkurrierenden Mönche gebrochen werden. Als gute Geste verlieh der fünfte Dalai Lama ihrem Führer den Titel Panchen Rinpoche, Inkarnation des Buddha Amitabha.
Damit wären sie rangmäßig eigentlich über den Dalai Lamas gestanden. Diese ließen jedoch nie einen Zweifel an ihrem Führungsanspruch. Eine alte Rivalität, die Chinesen mehrfach für ihre Interessen nutzen wollten. Mit kiloweise Gold unterstützten sie auch die Restaurierung der goldenen Dächer über Grabkapellen und Versammlungshallen. So zeigt sich Tashi Lunpo wieder von seiner besten Seite. Ihren Rundgang beginnen die Pilger im hochaufragenden Maitreya-Tempel. Die lichte Raumhöhe ist notwendig, um Platz für das 26 Meter hohe Symbol der künftigen geistigen Erneuerung zu schaffen. Gleich nebenan das Grabmal des 1989 verstorbenen 10. Panchen Lamas, der 10 Jahre in chinesischer Einzelhaft verbracht hatte. Filmen ist auch hier eine schwierige Angelegenheit. In den Gassen und Innenhöfen sind dann Pictures wieder erlaubt. In den Galerien vor den bescheidenen Wohnungen entfaltet sich das Alltagsleben der Mönche. Im Schutz einer chinesischen Reisegruppe gelingt ein längerer Blick auf den goldglänzenden Grabschrein des 4. Panchen Lamas. Schwarze Yak-Haarbüschel künden vom Sieg des Buddhismus über animistische Dämonen. Der große Hof wird vom Zokla Kang, der Hauptversammlungshalle, überragt. 2000 Mönche fanden hier Platz. Ganz oben die Grabkapelle des Klostergründers. In einem Innenhof Novizen, die offensichtlich nicht ganz bei der Sache sind. Ein Sprung nach Osttibet zu einem heiligen Fest im Kloster Katok. Die Trommel ruft zu einem mystischen Großereignis. Und die Gläubigen kommen. Teilweise schon motorisiert, seit die Serpentinen einer neuen Straße zum über 4000 Meter hochgelegenen Kloster über den Wolken führt. Auch Katok wurde während der Kulturrevolution zerstört, lässt heute aber wieder den alten Glanz erahnen. 800 Mönche leben wieder hier. Dabei zählt es zu den wenigen Ausnahmen außerhalb der Lhasa- und Shigatse-Region. Für die Novizen ist es das aufregendste Ereignis im sonst eher ruhigen Klosterjahr. Einzug der Mönchsoberin. Die erste Reihe auf dem Dach ist für die Bewohner des Klosters reserviert. Gefeiert wird der Geburtstag des großen Tantrikers und Reformators des tibetischen Buddhismus, Padmasambhava. Sein Leben wird in Bewegung umgesetzter Symbolik dargestellt. Die Masken und Tänze zeigen den Gigantenkampf des Padmasambhava gegen die bösen Geister und Dämonen des Bön, des alten Naturglaubens. In der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts hatte König Trisong Detsen den indischen Gelehrten ins Land geholt und mit seiner Hilfe das Reich befriedet. Der heiligste Berg der Welt ist für den deutschen Mahendra Schmeling ein ganz besonderes Pilgerziel.
Der Kailash befindet sich geopolitisch im Spannungsgebiet der chinesischen, indischen und islamischen Einflusszonen. Er erhebt sich mitten auf dem Dach der Welt, im Transhimalaya, in einer der unzugänglichsten Gegenden der Erde. Südlich davon erstreckt sich der Himalaya, nur durch eine schmale Hochebene getrennt. Am Scheitelpunkt dieser Ebene in der Nähe des Kailash entspringen vier gewaltige Flüsse. Der Indus fließt nordwestlich um den Himalaya herum. Der Satluj findet seinen Weg durch das Gebirge in westlicher Richtung. Der Brahmaputra nimmt östlich den längsten Weg um die Berge und endet in Bengalen. Der Kanali schließlich fließt südwärts direkt durch die Bergketten und vereinigt sich in Nordindien mit dem Ganges. Die Region um den Kailash ist also der Hauptursprungsort für die Lebensadern der indischen Tiefebenen, in denen es schon seit Urzeiten menschliche Siedlungen gibt. Deshalb und aufgrund seiner Form wird der Berg von vielen Religionen als Zentrum oder Achse der Welt verehrt. Er ist ein Symbol des Mantras Om Mani Padme Hum. In der Lotusblüte zeigt sich der Diamant. Für die Hindus ist er der Wohnsitz des mächtigen Shiva, Gott der Zerstörung und Erneuerung. Er residiert dort mit seiner geliebten Parvati. Die Variante dieses Mandalas ein, indem er sich zu Fuß auf die Kora, die Umrundung des Berges, begibt. 3 Tage haben wir für die Route geplant. Ausgangspunkt ist Darchen, in der Ebene südlich des Kailash. Westlich und östlich des Berges öffnen sich langgezogene Gebirgstäler, die bequem zu begehen sind. An der Nordseite ist ein steiler Auf- und Abstieg zu bewältigen. Ob Hindu, Buddhisten, Jain oder Anhänger der alten Bön-Religion, für sie alle ist der Kailash das Pilgerziel ihrer Träume. Das zeigt die Toleranz asiatischen Glaubens. Welche Probleme machen sich da Juden, Christen und Moslems gegenseitig in Jerusalem? Wir haben Glück. Das Wetter ist sonnig und warm und wir genießen mit unserer Yak-Karawane eine fantastische Wanderung. Wenige Tage vorher noch haben einige Inder, vermutlich schlecht ausgerüstet, im eisigen Sturm den Tod gefunden. Wir beschreiten den Weg im Uhrzeigersinn, wie die Hindus und Buddhisten. Kommen uns Wanderer entgegen, sind das Bönpos, Angehörige der ursprünglichen schamanischen tibetischen Religion, die in entgegengesetzter Richtung laufen. Einige besonders ausdauernde Weggefährten bewegen sich mühevoll mit dauernden Niederwerfungen vorwärts. Manche von ihnen haben auch den Weg zum Kailash auf diese Weise zurückgelegt und sind Monate unterwegs. Wir bleiben lieber auf unseren Füßen und schaffen tatsächlich die 52 Kilometer in den geplanten 3 Tagen. Dann geht es steil hinauf nach Dolmala, mit über 5630 Meter der höchste Punkt unserer Tour.
Dolma ist der tibetische Name für den weiblichen Aspekt Buddhas. Sie manifestiert sich in Mitgefühl und Liebe, die sich hier dem erschließen, der seine Vergangenheit beim Aufstieg hinter sich gelassen hat. Das Erreichen des Passes ist Grund zum Feiern. Wer es bis hierher geschafft hat, kann seine Gebetsfahne in die gewaltige Ansammlung einreihen. Nach einem langen Abstieg schlagen wir unser Camp in einem lieblichen Tal auf. In dieser Gegend soll Milarepa, Asket, Musiker und Mystiker, lange Zeit in einer Höhle verbracht haben. In einem seiner vielen Gesänge beschreibt er sein Leben am Kailash. Ich, alter Mann, sing fröhlich dieses Lied der Heiterkeit und Freude, das verheißungsvoll Glück und freundliches Geschick beschwört. Der Gipfel des Juwelenbergs, der die ersten Strahlen der Morgensonne spiegelt, ist die Krone, geschmückt mit den Girlanden weißer Wolken. An den Leib des Berges schmiegen sich ständiger Dunst- und Nebelschleier. Den ganzen Tag fällt sanfter Nieselregen, während Regenbogenstrahlen glühen. Herbstblumen blühen hier in Farben aller Art und Kräuter voller Kräfte sprießen in Vielfalt ohne Zahl. Paradies der Rinder, dies Mutterland der Tiere. Dies ist der Schneeberg, von dem die Götter sprechen. Dies ist der Ort, an dem so oft ich meditiere. Milarepa, dessen außergewöhnliche Lebensgeschichte von einem seiner Schüler überliefert wurde, wird von den Tibetern mit großer Hingabe verehrt. So wurde natürlich auch seine Höhle von einem Kloster, in Tibet Gompa genannt, umgeben. Wir erleben dort das Gebetsritual zweier Mönche. Die große Gebetsmühle des Klosters läutet für uns das letzte Stück der Chora ein. Zwischen den bunten Felsformationen erscheint am Talausgang unser nächstes Etappenziel, die heiligen Seen Mansarovar und Rakshastal. Im Glauben der Hindus ist der Mansarovar von Gott Brahma geschaffen worden, um auf der Pilgerschaft zum Kailash, dem Sitz Shivas, hier die rituelle Reinigung durchzuführen. Nach der Überlieferung der alten buddhistischen Legenden ist dieser See der König aller heiligen Seen in der Welt. Weil der See nur vom Schmelzwasser des Kailash gespeist wird, ist sein Wasser besonders klar und transparent. Die Weiten Tibets erschließen sich nicht vom bequemen Sessel eines Reisebusses aus. Abgesehen von der asphaltierten Straße zwischen den beiden größten Städten Lhasa und Shigatse sind vierradgetriebene Fahrzeuge auf den steinigen Pisten wichtigste Voraussetzung einer Trekkingtour, auch im dichter bevölkerten Süden des Landes. Vorbei an der Ruine eines in den Wirren der chinesischen Kulturrevolution zerstörten Klosters vermittelt der Highway Nummer 1 von Shigatse kommend einen ersten Vorgeschmack auf kommende Pistenabenteuer. Noch begleitet der Changpo oder Brahmaputra streckenweise den Weg. Im kargen Niemandsland eine kleine Ansiedlung, überragt von einer mächtigen Klosteranlage, heute eine Ruine. Am Wegesrand eine Bauernfamilie bei der Mittagspause.
Der überzuckerte Gipfel eines 5000ers erinnert daran, dass sich das weite Flusstal immerhin auch schon in einer Höhe von 4000 Metern erstreckt. Der Changpo verabschiedet sich hier Richtung Westen in sein Quellgebiet am Kailash. Als ziemlich staubiges Provinznest eignet sich Lhasa nur für eine Rast mit einer heißen Nudelsuppe und ein kühles Lhasa-Bier. Der Rest ist seit Jahren Baustelle und wird es wohl noch lange bleiben. Als durchgehende Baustelle entpuppt sich für die vorwärtsstrebenden Tibet-Entdecker auch der jetzt folgende Abschnitt des Friendship Highways, der als einzige Straßenverbindung Tibet mit dem Nachbarn Nepal verbindet. Mitten durch den Himalaya-Hauptkamm, über 5000 Meter hohe Pässe. Dynamit stoppt die schaukelnde Fahrt nach wenigen Kilometern. Geduldiges Warten. Keiner weiß, wann die chinesischen Bautrupps die Straße wieder freigeräumt haben werden. Zeit für einen Schluck und zum Nasebohren. Hoch über den Wartenden wird Schiefer abgebaut, Material für die Dachabdeckung. Ein Überlandbus tastet sich vor. Der nächste Stopp. Noch liegen 900 Höhenmeter vor dem ersten Pass. Es verspricht ein langer Tag zu werden. Nach 2 Stunden dann der Lichtblick gen Himmel. Da oben muss er sein. Mit Karacho in die erste Zielgerade. Die tibetischen Fahrer machen wertvolle Zehntelsekunden gut. Panoramapause auf dem 5160 Meter hohen Lhakpa La. So hoch wie kein Gipfel der heimischen Alpen. Das Atmen fällt merklich schwer. In Sichtweite die ersten Schneegipfel. Einige in der Trekkinggruppe mutmaßen bereits im ersten Überschwang 7000 Meter, was aber der versierte Bergführer Werner gleich wieder um gute 1000 Meter reduziert. Es sind nur vergleichsweise harmlose Vorberge des Himalaya-Hauptkammes. Dann geht sie weiter, die wilde Fahrt. Kurz bevor die Sonne vor Shegar sinkt, dann doch noch der erste ersehnte Blick auf die 8000er. Fast greifbar, allerdings nur in Luftlinie und mit Teleobjektiv. Geradeaus sind es nur wenige Kilometer bis Tingri. Doch die Trekking-Expedition treibt es nach links, den eisigen Gipfeln entgegen. Ein weites Tal führt zum 5200 Meter hohen Pang La. La bedeutet in tibetischer Sprache nichts anderes als Pass. Am Wegesrand lädt ein Bauerndorf zu einem Besuch ein. Es bleibt dafür gut Zeit, sind es doch nur 2 Stunden bis auf die Passhöhe. Vor den Gehöften ducken sich die kleinen Feldparzellen hinter Steinwällen. Der kleine Dorje klammert sich noch etwas schüchtern an das Pferd seines Papas, hat aber sonst nichts dagegen, dass sich der Besucher das Landleben näher anschaut. Nutztiere und Menschen haben sich in Hof und Haus arrangiert. Man lebt von und miteinander. Dorje macht gegen ein kleines Trinkgeld eine Küchenführung. Noch ein Blick zurück auf die Dorfidylle. Dann winden sich auf guter Piste Serpentinen weiter in die Höhe. Höchste Zeit für eine Ansage von Werner. Wir sind jetzt auf 4.883 Meter Höhe. Das heißt also, wir fahren über Mont Blanc Höhe. Das muss man sich vorstellen. Überhalb von Mont Blanc fahren wir mit den Autos spazieren. Die Spazierfahrt stoppt auf dem Pang La.
Bei Kaiserwetter reihen sich die Giganten der Himalaya-Kette wie auf dem Präsentierteller. Das ewige Eis im Kontrast zu den braunen Hügeln der Vorberge und dazu ein fast blitzblauer Himmel. Ein majestätischer Anblick. Schaut, ihr seht da wunderschön das Himalaya-Panorama. Schöner bekommen wir es eigentlich nirgendwo. Ihr seht es also ganz rechts drüben jetzt. Chowoyu hat jetzt eine kleine Wolkenhaube obendrauf am Gipfel. Dann gehen wir weiter nach links drüber. Da kommen also etliche 6 und 7000er. Manche von denen haben keine Namen. Dann diese weiße große Pyramide, dieser markante Berg da, Pumori. Und dann der Everest in der Mitte. Ganz markant mit seinem Spitz. Gipfel ist frei. Links vom Everest, dieser kleine Spitz da, der schwarze, das ist der Lhotse. Ja? Und wenn wir da noch einen Schwenk machen nach links rüber, dann seht ihr die große Wolkenbank, die da auf diesem Massiv da drauf sitzt, ganz also links drüben, das ist der Makalu. Ihr habt also hier jetzt praktisch auf einen Blick 4 8000er. Makalu, Lhotse, Everest und Chowoyu. Chef im Ring ist natürlich der mit 8848 Metern höchste Berg der Erde, der Mount Everest. Für die Gruppe hat sich der frühe Aufbruch allemal gelohnt. Schieben sich doch allzu oft Monsunwolken aus dem südlich hinter den Gipfeln liegenden Nepal über den Hauptkamm und versperren die Sicht. Der weitere Weg ist eine Panoramafahrt entlang Bergsteigerträumen. Dann zeigt sich der Everest auch noch fast unverhüllt. Ernte auf 4000 Metern. Widerstandsfähige Gerste gedeiht auch auf kleinsten Ackerflächen. Neben der Feldwirtschaft treiben die Bauern noch ihre Ziegenherden auf die kargen Hochweiden. Ein einfaches Leben mit wenig Kontakt zur Außenwelt. Chinesischen Geschützen und dem Zahn der Zeit hatte die kleine Festung nichts entgegenzusetzen. Die ersten Häuser von Padruchi, ein kleines Nest am Talausgang. Trotzdem ein wichtiger Treffpunkt der Bauern und Nomaden der Tingri-Provinz. Mittagspause für die Trekkingfreunde, die sich nach langer Fahrt noch die Beine vertreten. Am nächsten Tag werden sie ohne Jeeps auf Schusters Rappen weiterziehen. Doch zuerst gibt es in dem führenden Restaurant des Ortes eine heiße Nudelsuppe mit Fleischbeilage und scharfer Würze. Die resolute Wirtin öffnet auch gerne ein kühles Laserbier, das seinen Weg irgendwie in diese Abgeschiedenheit gefunden hat. Über den Gästen hängen die zwei Welten Tibets an der Wand. Links Buddha und der Potala, rechts Mao und Parteibonzen. In Padruchi gabelt sich die Straße. Rechts geht es nach Rongbuk und zum Everest, links nach Kartha. Und genau dahin lenkt Werner die Expedition. Es öffnet sich ein malerisches Tal, durch das der Fluss Saka Chu fließt. Der Flusslauf bringt so manche Tücken mit sich.
So ist der Weg nach Regenfällen oder bei Frühjahrsschmelzwasser manchmal unpassierbar. Jetzt, im Oktober, ist alles im trockenen Bereich. Ohne Netz und doppelten Boden schraubt sich die Straße dann in schwindelnde Höhen hinauf. Das Summit-Basislager in Karta. Höhe 3650 Meter, angenehme Temperatur, kräftiger Wind. Unterkunft in standfesten Zelten, die auch für ein Höhenlager in 8000 Meter taugen. Ganz so hoch wird es diesmal nicht werden, aber immerhin, ein 6000er steht auf dem Programm mit Yaks zum Mount Everest. 8 Bergwanderer haben sich die Tour unter Leitung von Bergführer Werner Haupt vorgenommen. Die Flammen schlagen hoch im Küchenzelt, in dem Tamang Chutung zaubert und so für das leibliche Wohl während der Trekkingtour sorgt. Nepalesisches Dal Bhat und Yaksteaks gelingen ihm genauso gut wie Pizza, Spaghetti und Bratkartoffeln. Der gesamte Proviant und die Ausrüstung wird auf dem Rücken der Tragetiere mitgeführt. Ah, genau, ja. Komm, geht durch die Teller hier. Zählt uns. Lass die doch ihre Scheißpasta. Ja, gell. Der Appetit ist groß. Die Berge Tibets können kommen. Offensichtlich ist die Höhenanpassung geglückt. Rein rassige Yaks sind es gerade nicht, die da am anderen Morgen von der Hochweide eingetroffen sind. Aber immerhin sind ausreichend vierbeinige Träger samt Treiber versammelt. Deren Frühstück fällt etwas bescheidener aus. Um 7:30 wird es auch für die Trekker Zeit, in die Stiefel zu kommen. Der frühe Morgen ist frisch, aber noch windstill. Erst gegen 11 Uhr werden wieder zuverlässig die südlichen Thermikwinde einsetzen. Um den Abbau des Lagers kümmert sich die nepalesische Mannschaft, die samt Küche und Koch einen Tag vorher aus Kathmandu angereist war. Ein eingespieltes Team und weitaus zuverlässiger als Einheimische. Werner marschiert dynamisch voran. Die Gruppe folgt nicht weniger freudig mit leichtem Gepäck. Nur das Notwendigste für den Tag. Ein interessierter Zuschauer. Die erste flache Wegstrecke führt durch die umliegenden Felder von Karta. Kartoffelernte in einer Höhe, in der in den heimischen Alpen schon lange keine Bäume mehr wachsen. Männer und Frauen auf dem Weg zur Getreideernte. Tashi Dele, die Begrüßung bei allen Begegnungen. Die schwungvolle Rückenlage hilft, die Lasten zu schultern. Auch von abgelegenen Feldern wird die Ernte in die heimische Scheuer gebracht. Die ganze Familie packt mit an, um für den kommenden langen Winter vorzusorgen. Am Wegesrand immer wieder aufgeschichtete Haufen von Mani-Steinen mit dem aufgemalten Mantra Om Mani Padme Hum. Der Blick zurück in das Tal von Karta. Ausgeklügelte Bewässerungskanäle sorgen für das notwendige Nass, nachdem es auf der Nordseite der Himalaya-Kette nur wenig regnet. Sein Pferd
zieht dieser Bauer Schusters Rappen vor. Das Toxo-Tal zweigt links Richtung Tang Moche ab. Werner gibt das gemächliche Gehtempo in dieser Höhe vor. Es bleibt Zeit zum Eingehen und Eingewöhnen in einer ungewohnten Höhe und Umgebung. Kleine Dörfer säumen auch hier den gemächlich ansteigenden Weg. Schaut mal, jetzt habt ihr eine super Getreidemühle. Das sind Gemeinschaftsmühlen vom Dorf. Unten haben wir ein Wasserrad, horizontal liegend, das angetrieben wird. Und der untere Stein steht fest, obere dreht sich. Hier im Schütteltrichter kommt das Getreide rein. Das Getreide fällt dann hier ins Loch und kommt dann seitlich hier gemahlen als Mehl raus. Ja? Das sind also typische Gemeinschaftsgetreidemühlen, die gehört dem Dorf zusammen. Und jeder Bauer bringt hier sein Getreide hierher. Das wird dann gemeinschaftlich gemahlen. Ideales Wanderwetter mit leichtem Wind und immer wieder naher Kontakt mit den Tibetern. Schon jetzt zeigt sich, dass Tibet nicht erfahren, sondern ergangen werden will. Sinnlos damit auch der Ehrgeiz, jeden Winkel dieses großen und schwer zugänglichen Landes zu bereisen. Außer man ist missionarisch unterwegs, wie Weiland die Jesuiten Ippolito Desideri und Emanuel Freie oder die Abenteurer Google und Hamilton. Beide waren im Auftrag der British East India Company unterwegs, die an tibetischem Gold, Silber, Borax und Wolle interessiert war. Hochinteressiert ist die Dorfjugend, kommen doch nur wenige Trekkinggruppen durch dieses abgelegene Tal. Bei der Mittagspause der seltsamen Besucher aus einer anderen Welt fällt so mancher unbekannte Leckerbissen ab. Auch am Nachmittag geht es beständig aufwärts. Schon vor Tang Moche wird die 4000er-Marke überschritten. Selbst in dieser Höhe überrascht die Flora immer wieder mit farbenprächtigen Überlebenskünstlern. Vor dem herrlichen Himalaya-Enzian geht sogar Werner in die Knie. Fürs Foto, versteht sich. Goldgelb. Ziel auf über 5100 Metern. Werner wartet schon ungeduldig auf die Lastenkarawane, die eigentlich vor der Gruppe das Lager am Fuße des Passes aufschlagen soll. Dann kommen sie. Essen, Trinken, Zelte und das Gepäck. Alles ist wieder im grünen Bereich. Entwarnung auch am Himmel. Normale Thermikwolken beruhigt Werner. So bleibt Zeit für einen Seitenanstieg zu den Zelten der hier lebenden Nomaden. Die Vierbeiner liefern das Lebensnotwendige. Aus der Milch wird Käse gewonnen, der in der Sonne getrocknet und konserviert wird.
Die Yak-Herden weiden auf rund 4800 Metern und benötigen bei dem spärlichen Bewuchs viel Fläche, um satt zu werden. Zwar verführerisch grün, aber als Weideland ungeeignet, sind die Beulen des Permafrostbodens, der selbst in der wärmeren Jahreszeit nur bis zu einem halben Meter auftaut. Wie immer zieht Trecker Friedrich auch hier weit ab der Gruppe seine Bahn. Er und die geliebte alte Leica-Kamera suchen das Besondere. Und beide werden fündig. In einem abgelegenen Nomadenzelt ist Doma ganz vertieft in das tägliche Anfachen des Küchenfeuers, gespeist mit getrocknetem Yak-Dung. Der Blasebalg ist sicher eine ungewöhnliche Errungenschaft in ihrem Haushalt. Beißend steigt der Rauch in die Nase. Das Feuer glimmt und Doma kann an der oberen Zeltöffnung Luft holen. Die Zeltbahn ist aus Yakwolle gewebt. Sie wärmt und kühlt hervorragend, je nach Außentemperatur. Um den Ausblick ist Doma wahrlich zu beneiden. Am Abend frischt der Wind aus dem Süden kräftig auf. Alle packen beim Aufbau des Lagers am Fuße des Passes mit an. Die Halbkugeln bieten bequem Platz für zwei Mann samt Gepäck. Jetzt wird noch die Bahn für das Überzelt gebändigt. Mit Heringen abgespannt trotzen die flachen Zelte auch starken Böen. Die Nacht kann kommen. Am anderen Morgen hängen die Wolken tief über den umliegenden Gipfeln. Einige Wanderer haben in dieser Höhe schlecht geschlafen und kommen nur langsam in die Gänge. Auch der Doyala hüllt sich noch in Grau. Ein Fleck blauen Himmels lässt aber hoffen. Das Wetter wechselt schnell. Der Himmel reißt auf. Die letzten Meter vor dem Sattel. Zerschlissene Gebetsfahnen markieren den höchsten Punkt, 5.124 Meter. Werner beglückwünscht seine Schützlinge, die die 5.000 Meter Schallmauer klag und atemlos überschritten haben. Auf der anderen Seite der Passhöhe erstreckt sich ein weites Tal westwärts. Die Gruppe zieht es auf den Doyari. Schließlich muss heute auch noch ein Gipfel fallen. Die 200 Höhenmeter auf kippeligem Blockgestein gestalten sich allerdings mühsamer als gedacht. Leichter geht es den Grat entlang auf festem Untergrund. Nicht zu überhören. Der Kameramann pfeift aus dem vorletzten Loch. Im Gegensatz zum Werner, für den das ein lockerer Spaziergang ist. Bergkameradin Roswitha auf den letzten Metern.
während sich die siegreichen Mannsbilder schon fürs Gipfelfoto fertig machen. Jawohl. Gut, und wieder mal das berühmte Gipfelfoto. Wir sind jetzt auf 8375 Meter. 8350, nichts mit 8000. Der Werner weiß immer alles besser, daran haben wir uns gewöhnt. 8000 sind wir noch nicht. Ja, Wahnsinn. 5350, Toyari. Auch aus schlappen 5300 Metern ist der Blick erhebend. Weit unten eine Schafherde auf der Hochweide. Der Blick zurück dämpft die Gipfeleuphorie. Der Doyari schrumpft etwas gegenüber seinen höheren Nachbarn. Trotzdem ist der heiße Tee, den Sherpa Kami bei der anschließenden Rast verteilt, hochverdient. Die weißen Wolken begleiten das kurze Nickerchen unter den umgebenden Felsmassiven mit ihren Eiszungen. Die Weite eines tibetischen Hochtales, unvergleichlich in seiner klaren, kargen Schönheit. Der Mensch wird wieder ins rechte Maß gestellt. Riesige Dünen im Kontrast mit dem ersten Grün. Sprudelndes Quellwasser begleitet wieder den Weg. Und die ersten Felder und Dörfer. Die entlegensten Täler hat der Mensch als Lebensraum erschlossen. Die seltenen Besucher erregen naturgemäß Aufsehen. Während der Grunzochse ruhig bleibt, heftet sich die Dorfjugend an die Fersen der Wanderer. Kamerascheu kann man das wohl nicht nennen. Nach einigen Kilometern und Bestechung mit reichlich Keksen sind die Trekker dann wieder in einer überwältigenden Natur mit sich allein. Kleine, ausdauernde Pferde dienen den Bauern als Reit- und Zugtiere. Trifft man sich unterwegs, bleibt immer Zeit für eine Zigarette und die neuesten Nachrichten. Sonnen- und wettergegerbte Gesichter. Um keinen Quadratmeter fruchtbaren Ackerbodens zu vergeuden, drängen sich die Häuser einer kleinen Ansiedlung am Fuß der steil aufragenden Hänge. Begegnungen wie diese bringen das Land näher. Es muss gar nicht das mystische Shangri-La, das Traumreich hinter den hohen Bergen sein. Es sind die Menschen, die berühren. Oder sind es doch die Geister und Dämonen? Ist es das friedliche Miteinander,
das große Mitleid der allgegenwärtigen Lehre Buddhas? Oder ist es einfach nur die überwältigende Landschaft in ungewohnter Höhe, die auf 4500 Metern die Seelen der Wanderer baumeln lässt? Ein Seitenblick auf den Mount Everest. Über 4000 Meter ragt sein Gipfel auf. Ewiges Eis. Und Wüste. Die Höhenunterschiede gestalten Tibets Kontraste auf engem Raum. Die Gruppe verlässt das Tal und steigt wieder bergan. Zu Füßen der zerfallenen Festung Dzong führt die Route auf einen Grat zum Nachbartal. Das Tal, was ihr jetzt da unten seht, die Straße darüber, das ist die Hauptverbindungsstrecke nach Old Tingri. Die zwei Gipfel da drüben, die Pyramiden, wo dieser Schneefleck da oben drin ist, da geht's links rein nach Rombok, Kloster Rombok und zum Everest. Das nächste Ziel der Trekkingtour. Doch zunächst einmal geht es ziemlich steil und schmal bergab. Schnell wird klar, warum in der Reiseausschreibung trittsicher stand. Wo vor einem Jahr noch Jagdkarawanen entlang schwankten, ist der Pfad unter lockerem Geröll verschwunden. Aufatmen am Mount Everest Hotel. Nach 4 Nächten im Zelt und Schlafsack wieder ein Bett und warmes Wasser. Allerdings nicht fließend, sondern selbst aus der Küche in einer Schüssel besorgt. Das weiß aber bei der Schlüsselausgabe noch keiner. Entschädigt wird zumindest Friedrich am anderen Morgen, als er zusammen mit Fotofreunden aus dem Reich der Mitte auf der Lauer liegt. Wolkensituationen. Sehr zum Leidwesen von Friedrich, der gleich zwei seiner kostbaren Filmrollen verschießt. Und noch ist die Reise nicht zu Ende. Der Gipfel schwebt über den Wolken. In Sichtweite des Mount Everest Hotels liegt ebenfalls auf knapp 5000 Metern das Kloster Rongbuk. Nur notdürftig wurden die Fassaden nach den Zerstörungen des chinesischen Kultursturmes wiederhergerichtet. Die wenigen Mönche und Nonnen, die die Mauern heute beherbergen, sind auf mildtätige Spenden angewiesen. Von dem Potala in Lhasa kommt ebenso wenig Unterstützung wie von den neuen Herren. Bleibt nur, in stiller Demut die Gebetsmühle zu drehen. Das Kloster wurde in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts der Außenwelt erstmals durch Berichte britischer Expeditionen bekannt. Es gilt als das höchstgelegene der Erde. Von den ehemals 6 Klöstern im Tal ist nur noch dieses, zumindest teilweise, erhalten. Der kleine Versammlungsraum ist vergleichsweise ärmlich ausgestattet. Spenden aus anderen Klöstern müssen die geraubten und zerstörten Sakralgegenstände ersetzen. Der letzte Abt floh vor der vorrückenden Volksbefreiungsarmee nach Nepal. Einst war das Hochtal allen Tibetern heilig. Der große Padmasambhava soll hier einige Zeit gelebt haben. Alte Tankas schmücken in der Ruine eines anderen Klosters die Meditationshöhle, in der der Guru die Erleuchtung erlangt haben soll. Gleich dahinter liegt, wie in einem Amphitheater, der ehemalige Bestattungsort.
Eine kleine Felspyramide markiert die Stelle für die Feuerbestattung. Hier wurde der Leichnam verbrannt. Daneben liegt der Platz der Himmelsbestattung. Hier walteten die Dopten ihres Amtes. Sie zerschnitten den Körper und warfen die Teile den Raubvögeln vor. In Jorten sind kleine Ornamentplatten beigesetzt, die Asche und Körperreste enthalten. Ein vielbefahrener Weg führt an der Klosterruine vorbei zum legendären Everest Base Camp, dessen Name allein schon ehrfürchtigen Schauer auslöst. Standesgemäß scheuen Werners Getreue natürlich die Strapazen des zweistündigen Anmarsches nicht. Zurück wird allerdings gefahren. Gipfelstürmer auf den höchsten Berg der Erde haben es von tibetischer Seite aus um einiges leichter. Zumindest was den Anmarsch der Expeditionen samt Ausrüstung zum Basislager in 5200 Metern angeht. Dem bergsteigerischen Nimbus wird die Ansammlung von Tee- und Imbisszelten allerdings beim ersten Anblick nicht so ganz gerecht. Werners Mannen suchen sich da lieber ihren eigenen Pausenplatz. Das in Angesicht eines verwaisten Expeditionslagers und einer dichten Wolkenwand, hinter der sich der Berg der Berge in Minutenschnelle verborgen hat. Ein launischer Geselle. Weiter geht es zum letzten Trekking-Höhepunkt über Old Tingri. Werner hat sich zu einem Shortcut, einer Abkürzung, entschlossen, die es in sich hat. Die so harmlos scheinende Pfütze hat ihre Tücken. Gerade noch schafft es der Landcruiser auf trockenen Boden. Dann ist der Motor buchstäblich abgesoffen. Aber für einen tibetischen Driver sind das Peanuts. Sonne und weiße Wolken begleiten den Weg bereits schon den ganzen Tag. Richtung Süden, zu den hohen Gipfeln des Himalaya-Hauptkammes hin, sieht es jetzt allerdings duster aus. Und genau da liegt das Basislager des Chooyu, Ziel der Tagesetappe. Der Hirte nimmt es gelassen. Er kennt die Wechselfälle des Lebens unter freiem Himmel. Über 5000 Meter wird es zappenduster. Am Lagerplatz, 200 Meter höher, schneit es. Zeltaufbau mit klammen Fingern. Am anderen Tag wartet auch noch der geplante 6000 Meter Gipfelsturm auf den Balung Ri. Im Moment kein verlockender Gedanke. Aber wie so oft im richtigen Leben eines Bergfreundes, sieht die Welt am anderen Tag schon wieder besser aus. Sogar der Gipfel des 8000ers Chooyu zeigt sich kurz durch ein Wolkenloch. Der Tag verspricht schön zu werden. Vor dem Aufbruch geht Werner noch einmal die wichtigen Dinge durch. Jetzt kommt der Mond. Mütze dabei, Haube, Handschuhe.
Sonnenbrille, ganz wichtig, wenn es Loch aufmachen sollte, oben was zum Einschmieren. Steigeisen mit. Keiner überholt dich. Und keiner bleibt auch, wenn es geht, irgendwo hinten, weiß Gott wie nach. So, versucht wirklich den Anschluss zu halten. Gesagt, getan. Einen Versuch ist es allemal wert. Die Höhe macht sich bei jedem Schritt bemerkbar. Volle Konzentration auf die richtige Atmung. Immerhin bewegt sich die Gruppe in der Welt des ewigen Eises. Das lockere Geröll erfordert zusätzlich Kraft. Weit unten das weiße Band eines Gletschers. Auch Roswitha hält sich tapfer. Dann werden die Steigeisen angelegt. Der Gipfel des Balung Ri ist mit einer Eis- und Schneekappe überzogen. Jetzt ist auch die Sonne durchgebrochen und wärmt kräftig. Die letzten Meter vor dem Gipfel. Geschafft. Sherpa Kami hat sich etwas Besonderes einfallen lassen. Gebetsfahnen in 6050 Meter Höhe. Am Gipfel von Balung Ri, 6050 Meter. Dass es noch höher geht, dokumentiert der fast zum Greifen nahe Eisrücken des Cho'oyu, der sich bei blauem Himmel von seiner besten Seite zeigt. An seinem Fuße macht sich im Basislager eine richtige 8000er-Expedition zum Aufbruch bereit. Auf Yaks werden die Lasten zum höher und näher am Einstieg gelegenen Advanced Base Camp transportiert. Vier bis sechs Wochen dauert die Akklimationszeit für die Bergsteiger, die sich über mehrere Höhenlager langsam bis zur Todeszone ab 7000 Metern hocharbeiten. Erst dann kann der Gipfel des 8201 Meter hohen Berges, der zu den leichteren 8000ern zählt, angegangen werden. Ganz nah an Tibets Eisgiganten. Ganz nah am Sitz der alten Götter, Geister und Dämonen. Ihr Reich beschützten jahrhundertelang die unüberwindlichen Felsbarrieren. Verborgen vor den Blicken einer rastlosen Welt entfaltete sich die spirituelle Seele Tibets, wandelten, meditierten und lehrten Tulkus und Bodhisattvas, drehte sich von Generation zu Generation das Rad der Wiedergeburten und damit auch des Lebens auf diesem Stück Erde. Ein karges und raues Land, das das Trachten und Streben der Menschen auf das Wesentliche zwingt. Den Boden, der ernährt, den Himmel, der erlöst. Allein wandere ich 1000 Meilen und erfrage meinen Weg von den weißen Wolken. Maitreya, der zukünftige Buddha, soll dies gesagt haben. Auch Lama Anagarika Govinda beschreibt in seinem Buch Der Weg der weißen Wolken diese Pilgerreise in der äußeren Welt, die nach langem Mühen zum Erkennen der inneren Wirklichkeit führt. Ein Weg, den jeder Mensch für sich selbst gehen muss. Die klaren Höhen und endlosen Weiten Tibets helfen dabei. Die weißen Wolken weisen den Weg.